Merkels Lieblingsbuch sind die Visionen 2050 und dort wird eben beschrieben eine Welt, wo alle Menschen überall wohnen und leben können. Und offensichtlich will sie da Deutschland wieder zum Vorbild machen, so wie bei der Energiewende schon zum Vorbild für die ganze Welt. In Deutschland sollen alle Völker aus aller Welt leben können. Alle, die hierher kommen wollen. Das ist was, die Frau ist krank, sie ist krank, die ist kinderlos. Und den sie jetzt beauftragt hat, der Altmaier ist auch kinderlos. Das ist so krank und die kinderlose Rot jubelt natürlich. Und begleitet das alles und versteht gar nicht, dass man die Kanzlerin kritisiert. Das sind diese kinderlosen Irren, die sich wieder einmal diesen Staat nach dem kinderlosen Hitler Deutschland völlig ruinieren. Nach der Erfahrung hätte man doch eigentlich sagen müssen, nie wieder einen kinderlosen Kanzler. Aber die Deutschen sind unbelehrbar dämlich. Es muss zur Katastrophe kommen und die steht ja jetzt bevor. Dann wird eine gewisse Änderung der Politik möglich sein, vorher nicht. Aber dieses Buch, also dass alle Völker überall wohnen können, ein Irrwitz ohne Gleichen, die werden sich sofort zusammenrotten, die Muslims werden natürlich sich zusammenfinden und dann versuchen, die anderen zu unterdrücken. Es wird in der kürzester Zeit haben sich wieder die Kampfgruppen gebildet. Wer die Wahnvorstellung hat, das wäre dann, könnte eine friedliche Welt geben in dieser Form, der ist also hochgradig politisch ein Vollidiot. Ja, und offenbar ist unsere Kanzlerin gezielt dazu, so taktisch geschickt sie in den Kleinigkeiten ist, so auf Sicht fahren Nebel, aber mehr sieht sie eben auch nicht. Sie fährt auf Sicht, weil sie prinzipiell sowieso nicht sieht. Sie ist auf weite Sicht völlig kurzsichtig, hat auch alles versemmelt, was strategisch angelegt war. Habe ich schon etlichen Videos aufgezählt, wer es will. Die Ukraine-Sache ist versemmelt, der Kosovo hat sie versemmelt, Afghanistan hat sie versemmelt. Überall, wo deutsche Soldaten auch waren, kommen jetzt die Flüchtlinge zu uns. Die kinderlose Merkel hat nun den kinderlosen Altmaier beauftragt, die Flüchtlingsprobleme zu managen. Der hat ja schon erfolglos die Energiewende gemanagt und sich dadurch den hochgradig idiotischen Spruch ausgezeichnet, diese lächerlichen, dämlichen Windmühlen seien die Kathedralen des Fortschritts und die Kathedralen unseres Jahrhunderts. Er sollte vielleicht mal Goethes Aufsatz über Straßburger Münster lesen, damit er eine dunkle Ahnung bekommt von dem, was eine Kathedrale damals war. Es ist, man kann nur sagen, oh, hättest du geschwiegen, wärst du ein Philosoph geblieben. Oh, si tacuissis philosophus manuissis, wie der Lateiner sagt. Dieser Mann, kinderlos, ist ein Symbol unserer Politik, ohne Bewusstsein für das, was Deutschland ausmacht. Er wird ohne Spuren vergehen, ebenso wie Merkel, wenn sie nicht geschichtlich ihre Fußstapfen auf Deutschland setzen. Und da sind sie ja dabei. Das ist der Rausch, der ähnlich schon auch Hitler befallen haben muss, in die Geschichte eingehen. Und die Deutschen sind da ein willfähriges Opfer. Keine andere Nation würde solche Leute an eine Regierung lassen. Aber wir machen das gerne. Das wird dann auch applaudiert von der kinderlosen Claudia Roth. Und wie schwerwiegend die Lügen sind, kann man also an vielen Beispielen erkennen. Beispielsweise sagt nun Herr Altmaier, in 20 Jahren werden also syrische Kinder dann jubeln, wir sind Deutsche, sich jubelnd bekennen dazu, dass sie Deutsche sind, das mag sein. Viele von denen werden dann jubelnd Hartz IV entgegennehmen fürs Nichtstun. Und das ist nicht das, was Deutschland also helfen kann. Und jetzt sind Syrer, vor denen wir uns überhaupt nicht schützen können, die müssen wir aufnehmen. Es kommen, sind ja dann zu erwarten Millionen Afghanen, Afrikaner aus verschiedenen Staaten, mehrfach Millionen. Und es werden dann irgendwann auch noch Chinesen kommen. Alle werden dann in 20 Jahren jubeln, dass sie Deutsch sind. Kann man nachvollziehen. Und die Deutschen werden natürlich ackern wie die Wilden, um die alle zu ernähren. Weder Merkel noch ihr Adlatus Altmaier wissen, was ein deutsches Kind ist. Und deswegen gehen sie damit auch um, als, wie mit feuchten Wischlappen.
Und die Lügen sind deutlich sichtbar. Merkel hat ja schon gesagt, also im Internetzeitalter wäre ein Zaun von 3000 Kilometern nicht zu schützen. Das Gegenteil ist natürlich der Fall. Es wird, die Überwachung ist in Echtzeit möglich, also jederzeit kann in einer Kontrollzentrale der gesamte Zaun überblickt werden und es kann sofort, wenn irgendwo etwas ist, können Leute hinbeordert sein. Das Beispiel, das man immer nimmt, ist natürlich der Versuch, nämlich wir können uns nicht einzäunen wie die DDR, ist der Versuch, das von vornherein die Grenzsicherung zu diskreditieren. Man nimmt einen diktatorischen Staat, der seine Leute hindern wollte, aus dem Staat zu flüchten. Und den nimmt man als Beispiel, das kann Deutschland nicht wollen. Man nimmt nicht einen demokratischen Staat wie die USA, die eine 4000 Kilometer lange Grenze, einen Zaun haben gegen Mexiko. Das Beispiel nimmt man nicht, sondern nimmt ein falsches Beispiel, weil man betrügen will, weil man täuschen will, weil man die Menschen irreführen will. Und das geht dann auch weiter. Herr Kauder sagte, das würden die Deutschen nicht ertragen, wenn an der Grenze eine Mutter mit ihren Kindern zusammengeknüppelt würden. Als wäre das nötig, über einen 4 Meter Zaun zu steigen. Das machen in der Regel nicht Mütter mit ihren Kindern. Und die müssen dann auch nicht niedergeknüppelt werden. Es wird einfach, es wird gelogen, rattenhaft gelogen, um diese katastrophale Politik irgendwie zu rechtfertigen. Ein 4 Meter hoher Zaun wäre also ohne weiteres möglich und die ganze Küstenüberwachung, das ist alles heute spielend leicht möglich. Merkel lügt massiv und bewusst, wenn sie da das Gegenteil darstellt. Und jetzt zu dem Beispiel, die Deutschen würden es nicht ertragen, wenn da eine junge Frau und Mutter zusammengeknüppelt werden. Das ist typisch. Genau das passiert ja in den Flüchtlingsheimen. Die werden vergewaltigt, die werden zum Teil zusammengeschlagen. Das alles interessiert die Deutschen, erkennt man nicht. Warum? Da ist keine Fernsehkamera dabei in der Regel. Während am Zaun, das ist ja alles frei zugänglich, da wären dann natürlich Fernsehkameras. Das heißt, es geht nicht darum, ob die Leute zusammengeknüppelt werden. Das ist Merkel völlig wurscht und auch ein Kauder. Sondern es geht darum, dass die Deutschen das nicht sehen. Der Betrug, der systematische Betrug, der seit Jahrzehnten völlig üblich ist und so normal, dass eben auch VW das für völlig normal hält. Der Betrug ist das Grundprinzip des deutschen Staates seit Jahrzehnten und Merkel hat es auf den Höhepunkt getrieben. Es wird die Bevölkerung nur noch belogen, man sagt, ihr will ihr nicht Dinge mitteilen, die sie irgendwie erschüttern können. Übrigens glaube ich nicht, dass VW so schwer darunter leidet. Jetzt mal abgesehen von den Schadenersatzprozessen, der Ruf wird nicht leiden, denn immerhin ist es ja eine erhebliche Hightech-Leistung, wenn man also die entsprechenden Messfirmen derartig täuschen kann. Das wird den Ruf deutscher Technologie eher etwas vermehren. So ist es ja nun mal. Und aber zurück zu den vielen Betrugsmanövern, die hier durchgeführt werden. Was soll denn bitte passieren, wenn jetzt nach den Syrern, das sind ja schon 1 Million, und wenn da über Familiennachzug sind es 8 Millionen, und Merkel sagt nichts, weil sie das will. Das ist ja nun heute kein Geheimnis mehr, dass es eine Straftat ist, was sie macht, die Grenzen aufzulassen, die man leicht schützen könnte. Sie will das nicht. Es ist ganz offenkundig, die Anzeichen mehren sich, dass sie die wahnsinnige Vorstellung hat, dass Deutschland völlig durchmischt werden soll mit allen Völkern der Welt, möglichst viel, deswegen, sie will so viel wie möglich die Grenzen offen halten, sie will, dass möglichst viel kommen, deswegen widerruft sie auch nicht, dass die kommen sollen, sondern sie will, dass mit zig Millionen und dann sind vollendete Tatsachen geschaffen und wir werden dieses Problem nie mehr los. Das ist Merkels Plan, vollendete Tatsachen schaffen, gegen Recht und Gesetz, aber irgendwann dann Muschel, passiert das schon. Überlegen Sie doch bitte, jetzt sind es Syrer, dann kommen noch Afghanen, dann kommen aus anderen Ländern
welche Chinesen, wo wirklich Afrikaner, es gibt eine ganze Reihe afrikanischer Staaten. Ein Irrwitz ohne jeden Beispiel in der Weltgeschichte, wie es Deutschland steht vor dem Untergang, jedenfalls des Deutschlands, das wir lieben. Und hier sind wir wirklich in einem Endkampf begriffen. Ein Bild von 2009, ganz in symbolischer Weise gemalt. Symbolische Mal, weil es fängt an beim Strichmännchen und geht dann bis zum anderen Extrem der realistischen Darstellung. Das liegt irgendwo dazwischen und das ist hier offenkundig ein Sarg durch das Kreuz angedeutet. Aus diesem Sarg wächst aber der Baum des Lebens und wird aber schon von einer Schlange umschlungen. Hier sieht man einen Wolfsmann mit Koppelschloss und Klobebechern und Wolfsgesicht, aber er ist gestürzt. Das heißt, das ist ja immer das Symbol der Gefahr, dieser Wolfsmann bei von Helmer, und der ist aber hier ein bisschen außer Gefecht gesetzt. Hier ist eine Katze, oft das Symbol für Zärtlichkeit und Schnurren, und hier ein der Becher des Lebens, wenn Sie so wollen. Hier sieht man also ein kleines Kind, das also freudig die Arme hochreckt, und eine restliche Familie. Dieses Gesicht ist, so etwas ist eben nur möglich in symbolischer Malweise, bei der man sich um irgendwelche realistischen Darstellungen überhaupt nicht zu kümmern hat. Die Augen sind erinnern etwas an die tatsächliche mandelförmige Augenform. Aber hier praktisch ein gebrochener Felsen, der das Gesicht darstellt. Und man kann eben in dieser Art der Darstellung sehr viel freier komponieren, als es mit einer realistischen Darstellung möglich wäre, die deswegen auch leicht heute den Eindruck der Unfreiheit erweckt, während ein solches Bild eben doch auch eine gewisse Freiheit und Großzügigkeit ausstrahlt.